Ja, hallo, wir machen eine Kurvendiskussion von f von x ist x plus Sinus x. Und zwar interessiert mich jetzt die Nullstellen. Die sind schwer. So eine Knobelaufgabe. Die Symmetrie, die ist für uns auch noch schwer. Auch eine Knobelaufgabe. Kann er hinkriegen, ist aber schwer. Und dann mixt man Min, Max, Terrasse. Das sollte er eigentlich schaffen. So, also jetzt auf Pause drücken, selber probieren und sich dann das Video anschauen. Was man immer macht, ist ableiten. F' von x ist 1 plus Sinus gibt abgeleitet Cosinus von x. Und wenn man dabei ist, gleich F2' von x. 1 gibt abgeleitet, fällt weg. Cosinus gibt minus Sinus. Minus Sinus von x. Dann die Nullstellen, von denen ich ja schon gesagt habe, dass sie schwer sind. Also f von x gleich 0 setzen. X Sinus von x ist 0. Wir können das mal auf eine andere Seite stellen. Also x gleich minus Sinus von x. Die Gleichung können wir nicht lösen. Da gibt es keine Mitternachtsformel oder irgend so einen Trick. Das wäre jetzt eine klassische Transferaufgabe, Knobelaufgabe. Man kann das skizzieren. Man kann es jetzt auffassen als quasi h von x, hier, so h von x gleich g von x. Ja, wo schneiden sich zwei Funktionen? Die Sinusfunktion sieht so aus. Und was ich jetzt an der Stelle habe, ist Minus Sinus. Das heißt, diese Funktion. Genau, und den roten mache ich wieder weg. Also das ist hier minus y ist gleich minus Sinus von x. Gut, und y gleich x, naja. Also wie das so ist, bei so Knobelaufgaben ganz so schwer ist es dann oft gar nicht. Ja, y gleich x. Okay, aber die Methode haben wir noch nie benutzt. Und dann stellt man fest, dass vermutlich hier der einzige Schnittpunkt ist. Ja, also x 0 gleich 0. Das geht vielleicht auch mit einer Wertetabelle am Taschenrechner und so weiter. Also eine schöne, nicht Standard-Knoblauchaufgabe. Nächstes, Symmetrie, genauso schlimm. F von minus x. Jeder muss den Ansatz hinkriegen. Minus x plus von minus x. Okay, der erste Teil ist klar. Minus x in Klammer ist minus x. Die Frage ist, was ist hier mit dem Sinus von minus x? Und jetzt skizze. Jeder muss den Sinus. Wenn ihr ein Sinusproblem habt, dann skizziert den Sinus. So. Jeder muss das hinkriegen. Zack. Hier. Pi. 2 Pi. Und der Sinus geht weiter. Der geht hier weiter und der geht hier weiter. Und dann stellt man fest, der Sinus ist punktsymmetrisch. Y gleich Sinus von x ist punktsymmetrisch. Das heißt, Sinus von minus x ist minus Sinus von x. Oder anschaulich, hier Pi halbe, ja? Sinus von Pi halb ist 1, Sinus von minus Pi halb ist minus 1. Sinus von 1,5 Pi ist minus 1, Sinus von minus 1,5 Pi ist plus 1. Typisch Punktsymmetrie. Da habe ich hier diesen Punkt in der Mitte und ich kann hier so abbilden. Ja, die sind alle so symmetrisch. Eine wunderschöne Skizze. Und deswegen kann das Minus nach draußen. Also ist gleich minus x plus Klammer auf minus Sinus von x. Alle Minus hier ausklammern, Minus Klammer auf x plus Sinus von x ist gleich minus f von x. Und damit habe ich Punktsymmetrie. Fertig. Also, schwierige Aufgabe. Das muss nicht jeder können, aber jeder muss so den Ansatz hinkriegen. Jeder muss anfangen, jeder muss rumprobieren können.
Das nächste, Min-Max Terrasse, ist auch schwer, aber das sollte eigentlich klappen. Also, das haben wir geübt. F-Strich. So, wo sind wir? Hier sind wir. Gut. Also extra Min-Max Terrasse. Also F-Strich von x gleich 0 setzen. Das heißt, x minus, na schauen, wo war das? Hier. X plus Cosinus von x. X plus Cosinus von x gleich 0. Stopp, das war's nicht. Da war ein Einser, genau. Hier ist ein Einser. Sonst wäre es wieder zu blöd. So, 1 plus Cosinus von x gleich 0. Das heißt, Cosinus von x gleich minus 1. Der Taschenrechner liefert eine Lösung. Ich will, dass er eine Skizze macht für die nächsten Lösungen. Und das wäre jetzt, also wo ist der Cosinus gleich minus 1? Also das sollte, ja, das hätte ich schon gern von ihm. Der Cosinus schaut so aus. Den kann man auch verlängern. Ja, hier ist 2π, hier ist plus 1, das ist da unten. Y gleich minus 1, also die Punkte, um die wir uns kümmern, das sind die Punkte und da gibt es ja noch mehrere. Es geht hier so weiter. Also wo ist der Kosinus gleich minus 1? Bei x gleich pi, bei x gleich minus pi. Nicht bei 2π, aber bei x gleich 3π. Nicht bei 4π, aber bei x gleich 5π. Das heißt, x gleich plus minus pi plus minus 3π plus minus 5π. Punkt, Punkt, Punkt. Im Abi gibt es meistens, wollen die nur zwischen 0 und 2π. Genau, da ist es spannend. Und jetzt setze ich die Punkte in die zweite Ableitung ein. Nachgucken. Die zweite Ableitung war minus Sinus von x. So. F2' von Pi ist gleich. Fragezeichen. Also minus Sinus von Pi. Das ist halt 0. Also wieder den Sinus skizzieren. 0. Pi, 2Pi und es geht so weiter. Das heißt, wenn ich mir diese Punkte anschaue, plus minus Pi, plus minus 3Pi, plus minus 5Pi, dann habe ich immer 0. Das heißt, ich bekomme immer Terrassenpunkte. Die Antwort lautet also an den Stellen x gleich plus minus pi plus minus 3pi plus minus 5pi, Punkt, 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 hat f von x Terrassenpunkte. Das war die ganze Kurvendiskussion und wenn man sich das, also wenn man die Skizze mal anschaulich macht, das haben wir ja schon mal. Also, y gleich x ist der hier. Dann Sinus x ist dieses Ding. Und wenn ich die addiere, bekomme ich eben, also hier ist Pi, 2Pi, bekomme ich was, was hier so eine Terrasse hat. Berg. Ja, das ist gut. Berg, Terrasse bei Pi und dann die nächste Terrasse ist hier. Ah ja, dann wird es steil und hier ist die nächste Terrasse bei 3Pi. Und dann wird es wieder steil und die nächste Terrasse. Und hier geht es runter. Die einzige Nullstelle ist bei 0. Genau. Hier ist 1, y, x. Fertig. Wunderschöne Funktion.